So, eine dieser Stationen wird es nämlich sein. Das ist West. Okay, Aber die kann jetzt ausgebaut werden. Auf Stufe 3. Oh, das ist gut. Denn die nächste ist South. Die kann eventuell auch dann auf Stufe 3. Und wir haben Zahltag. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bus Simulator 21 auf dem PC. Folge 38. Es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. Und zwar müssen wir Millbrook Square South auf Stufe 3 irgendwie machen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Soweit ich weiß, ist das ja hier unsere Route. Millbrook. So. Millbrook. Achso, die Haltestelle muss auf Stufe 3. Oder was? Diese Haltestelle hier. Kann er schon mal auf Stufe 2. Das ist ja schon mal was. Kann alles hier auf Stufe 2. Nee, noch nicht ganz. Okay, nee, aber wir fahren dann diese Route entsprechend wieder. Ja, das ist klar. Wir sind doch schon auf Stufe 2, ein, zwei Mal, wo wir fahren die Route. Die war ja auch schön. Die war ja auch sehr schön. Und ich würde sagen, das ist ja die Route 12. Die würde ich gerne fahren. Und zwar haben wir jetzt natürlich beide E-Busse drin. Ich nehme mal den hier. Den Kollegen. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ja. Oh, eine Pause. Super. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin im Hauptgebiet, würde ich mal sagen. Ja, okay. Ja, gut. Perfekt. Passt ja. Lass einfach fahren. Und einfach wieder ein bisschen Spaß haben. So, jetzt muss ich mich mal hier wieder ein bisschen ausrichten. Ist alles gar kein Problem, würde ich mal sagen. Wieder ein bisschen... Oh, nee. Oh Gott. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich freue mich, jetzt endlich wieder aufnehmen zu können. Kein Stress mehr, Freunde. Kein Stress mehr zwischen den Aufnahmen standen meine Abschlussprüfungen für meine Ausbildung. Da werde ich aber im anderen Let's Play nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, nämlich SnowRunner. Weil das eher so mein Real Talk Game ist, aber ich kann das hier auch nochmal kurz, weil die Folge kommt wahrscheinlich sogar ein bisschen früher. Ich hatte meine Abschlussprüfung für meine Ausbildung und diese habe ich nun auch erfolgreich bestanden. Das macht mich natürlich sehr glücklich. Das heißt auch, dass ich jetzt erstmal wieder mehr Zeit habe, was mich natürlich sehr freut. Das heißt, jetzt machen wir unseren Abflugplan wieder so weit, dass wir eben wieder im Plan sind, weil ich bin wieder ein bisschen hinterher und die letzten Tage, als ich mich noch ein bisschen vorbereitet hatte, nicht so intensiv um die Aufnahmen kümmern, was, denke ich, verständlich ist. Und ja, jetzt ist es durch, alles geschafft und damit werden wir jetzt auch demnächst wieder Livestreams machen, endlich. Okay, damit beginnen wir jetzt auch die Route. Eigentlich jetzt alle Türen offen. So viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt im Büro bin. Okay. Jetzt haben wir eine Minute Zeit, theoretisch. So, wir fahren zur Haltestelle Nummer 1. Haben wir jetzt 2 Minuten Zeit. Genau, dann probieren wir jetzt schon mal zur Haltestelle zu kommen.
Dankeschön. Ja, und Freunde, jetzt geht's wieder richtig los. Es kommen wieder schöne Folgen. Wir haben die Zeit, wir haben die Lust natürlich jetzt erst recht wieder nach einer etwas längeren Auszeit wieder durchzustarten. Und das machen wir jetzt auch. Kommen neue Projekte und so weiter. Jetzt endlich auch mal. Ich habe sie schon so lange angekündigt. Aber jetzt geht es wirklich los. So. Warten wir mal eine Minute. Da können wir mal eine gute Fahrscheinkontrolle machen, auf jeden Fall. Aha. So, da haben wir unseren Bus, der jetzt auch richtig hier mal steht. So, wir haben Mailbox für Easter. So, wie sieht's denn aus bei euch? Ah. Oh, und die ist... Yo, Alter. Alle hier keine Fahrkarte. Eieiei, drei Leute. Drei Leute ohne Fahrkarte. Und die ist einfach dreist vorne reingelaufen. Nicht gut. Mir entgeht nichts. Oh, ist hier auch? Nee, Route 1. Ja, ich bin schon weg. Alten Dieselbetriebenen, Alter. Ich hab einen Elektrobus. Der ist auch echt geil, muss ich sagen. Also der gefällt mir auch sehr gut. Digga, wer lässt sich denn bitte nur eine Kurve lang kutschen? Warum ist hier ein Haltewunsch? Oh Gott, ist das voll. Hier ein Rollstuhl. Okay. Du? Nee. Scheiße, du. Scheiße. Du. Ja. Aber jetzt mit der Rampe geht ja immer die Tür nicht auf, oder? Warte mal, ich muss das gleich mal. Oh, gleich zwei Stufen, okay. Damit haben wir Highlander Park schon mal auf Stufe 4. Du kannst eine Fahrkarte haben, Senioren. Einfach 1 und du willst 3,20 Euro. Bitte sehr. Ich brauche eine Fahrkarte. Das sieht wirklich so aus, dass das da nicht aufgeht. Machen wir gleich. Ja. Danke. Doch, die Tür ist offen. Dann gehe ich von aus, dass diese Leute auf die Linie Nummer 1 warten. Weh, ich kriege jetzt eine Strafe, dass ich Leute nicht mitgenommen habe. Aber nee, da... Ja, Digga, also... Ja, gut. Selbst schuld. Also ganz ehrlich, wenn die Tür offen ist und die Leute nicht einsteigen, was soll ich denn jetzt daran ändern? Also... Sorry. Nicht meine Schuld. Sehe ich mich jetzt echt nicht als Schuldigen hier. Also ganz ehrlich, die Türen habe ich extra nochmal geprüft, sind alle offen gewesen. Selbstschuld. Selbstschuld. Dass sie das nicht vernünftig mal hinkriegen, ist aber auch echt interessant, ne? Hi! Hallo! Einfache Fahrt bitte. Mein Gott, warum wir denn alle eine Wochenkarte? Ich halt meinen Kollegen echt hart auf irgendwie. Ja, Digga. Was machen die denn? Wieso? Verstehe ich auch nicht. So, jetzt müssen wir gleich wieder auf den Highway auffahren. Dass wir vielleicht die Folge auf jeden Fall noch die Station erreichen. Wieder ein Rollstuhl. So. Mach's extra so. Okay. Hier ist die Absenkung. Die Rampe ist da und die Tür geht auf.
Soll ich nur mal sagen. Die Tür ist offen, da steigen sogar Leute raus, da steigen sogar Leute ein bei dieser Tür. Jetzt macht das auch. Ja, ganz ehrlich, Alter, dann ist doch, also ist doch dämlich. Doch dämlich, Alter. Ist doch einfach nur dämlich. So, und jetzt haben wir viel Fahrt vor uns. Mach jetzt nicht wieder die Faxen wie letztes Mal. Fahr bitte. Wenn keiner da ist, muss man auch nicht warten. Also werde ich mal... Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions dabei. Jetzt ist er weg, dafür ist es hey, hey, hey. Was ist hier für eine... Eine Route? Hatten wir die letztes Mal auch schon? Bin ich irgendwie falsch gefahren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so krumm ist. Sonst wäre das ein bisschen suboptimal gelöst, sage ich mal. Okay. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenkarte mal wieder. Danke. Bitte sehr. Ich habe leider nicht verstanden, was Sie haben möchten. Ich bin jetzt einfach mal irgendwas. Verspätung einfach. Jetzt muss ich nach rechts wieder, oder wie? Dann auf den Highway. Ey, die Haltestelle ist irgendwie mega dämlich irgendwie. Ich weiß gerade nicht genau, wofür, was das sollte. Aber egal, jetzt geht's erstmal los hier zur anderen Stadt, zum anderen Gebiet. Und irgendwann werden wir dann ja auch da in diesem großen Viertel, wobei da fahren wir jetzt durch, glaube ich sogar, ne? Jo, Alter. Der Bus geht aber echt ab, ey. Gott.
So. Digga, ich fahre irgendwie über 100. Der Bus ist mega. Elektropower, ne? Beschleunigung vom Feinsten. Das ist schon irgendwie gut. Ach gut, ey. Schön. Freue ich mich. Digga, ich hab dir geblinkt, weil ich abgefahren bin, du Stück Scheiße. Das ist kein Fehler. Jetzt fahre ich auch geradeaus und blinke falsch, ne? Geh doch. So, schauen wir mal. Schneller gemacht? Irgendwie beschleunigt der jetzt viel schneller als früher. Oder kommt mir das gerade nur so vor? So, eine dieser Stationen wird es nämlich sein. Das ist West. Okay, Aber die kann jetzt ausgebaut werden. Auf Stufe 3. Oh, das ist gut. Denn die nächste ist South. Die kann eventuell auch dann auf Stufe 3. Und wir haben Zahltag. Das ist so schön. Ja, Blinker gesetzt. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn eigentlich. Senior. Digga, wenn du dein Geld nicht haben willst. So, die Haltestelle ist es dann. Schön ist, da wir die Tour ja auch zurückfahren, da heißt es ja auch, dass wir die gleich nochmal befahren. So, aber wäre natürlich auch schön, wenn es jetzt schon reicht. Dann können wir nächste Folge nämlich vielleicht was anderes machen. Das ist es und damit ist die Aufgabe. Das Gebiet wird sehr von der neuen Verbindung profitieren. Glaubst du, dass dort noch mehr schöne Cafés eröffnet werden? Oh, ich freue mich schon auf viele Kuchen und Kaffeestunden zusammen. Ja, voll gut, oder? Trishs Ideen für eine Route in dieses Gebiet waren echt gut. Ich habe gehört, wie einige Mitarbeiter von Denali Research überlegt haben, in ihrer Freizeit fortan Busse zu nutzen. Die Mitarbeiter von Denali Research sind stets bestrebt, ein innovatives und nachhaltiges Leben zu führen. Ich glaube, sie würden es zu schätzen wissen, wenn sie mit dem Bus zur Arbeit fahren könnten. Ja, das wäre doch was. So ganz kurz. Ich denke, wir belassen es mal dabei. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Okay, warte mal. Okay, wir haben Denali Research. Alles klar. Wir müssen Denali Research, Millbrook und Greenwood. Warte mal, ne, Greenwood. Das war... Boah, okay. Ja, Mit mindestens einer Route.
Fördere 14 Fahrgäste nach Glenrose Avenue. Das ist wahrscheinlich hier. Glenrose Avenue. Okay. Besitze 3 Busse mit Springwerbung. Im Baker Park gibt's bald ein All-Directions-Konzert. Und fahre eine Route, die mindestens 3 Stadtteile miteinander verbindet, in 15 Minuten. Okay. Nächste Folge machen wir also eine neue Route. Greenwood ist allerdings ja ganz hier hinten. Das heißt, wir könnten theoretisch hier anfangen oder so. Oder hier oder da oben. Dann fahren wir einfach hier so geradeaus durch, nehmen hier ein paar Haltestellen und fahren hier einmal rum. Oder so. Ja, werden wir sehen. Werden wir kreativ, ne? Danke fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.